In diesem Video zeige ich dir, wie du dich in Logic selbst zum Sample machst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Im vorletzten Video habe ich dir Logics neuen Quick Sampler vorgestellt und ich finde, die coolste Funktion an diesem Teil ist, dass du in Echtzeit in diesen Sampler aufnehmen kannst. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich will sozusagen ein Arrangement aus mir selber bauen, aus Sounds, die nur ich erzeuge. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, das ist Logics Quick Sampler und ich gehe hier in die Recorder-Funktion. Wenn ich jetzt hier auf Record drücke, dann kann ich jeden beliebigen Sound aufnehmen. Du kannst natürlich auch mit einer Gitarre reingehen, wie auch immer. Ich probiere das jetzt nur mal mit Sounds, probiere nur mal Sounds zu erzeugen, die ich mit meiner Stimme machen kann. Alles, was du machen musst, ist hier auf Input gehen und dann deinen entsprechenden Input auswählen. In meinem Fall ist das jetzt das Mikrofon. Das mache ich mal ein bisschen höher. Und was wir als erstes brauchen, sind Drums, ist ein Schlagzeug. Das probiere ich jetzt mal aufzunehmen. Ich habe den Quick Sample hier geladen. Das ist eine neue Spur, eine Instrumentenspur. Und jetzt fange ich einfach mal an, ein paar Schlagzeugsounds direkt hier rein aufzunehmen. Dumm. Schauen wir mal, ob er alles aufgenommen hat. Er hat es mir gleich hier auf die Tasten gelegt. Das können wir hier in den Slice-Modus machen. Der ist ganz gut für Drum-Sounds. Und jetzt kannst du sehen, hat er hier schon die einzelnen Sounds auf die Tasten zugeordnet. Dum, 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 dum. Das ist meine Bass-Drum, mein Schnipser, Snare-Drum und Hi-Hat und so weiter. Jetzt werde ich mal versuchen, mit diesem Schlagzeug einen Drum-Groove einzuspielen. Jetzt probiere ich mal den Bass. Ich gehe wieder in den Recorder-Mode. Dum, dum, dum. Okay, noch ein bisschen kürzer machen. Dum, 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 dum. Okay, suchen wir eine Bassfigur. Cool. Probieren wir jetzt mal ein Pad aus. Oh, hoffentlich war das auch was. Okay, bisschen zurechtschneiden. Okay, probieren wir mal. Klingt ganz ordentlich, oder? Machen wir noch ein paar Effekte drauf. Mal mit dem Chroma-Verb hier probieren. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das bin, dass es meine Stimme ist. Okay, probieren wir jetzt mal ein paar Steps, irgendwie sowas in die Richtung, um den Rhythmus so etwas aufzufrischen. Ding. Ding, 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 ding. Das habe ich zu hoch eingesungen, mal pitchen. Ding, ding. Ding, 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 ding. Reverb. Ich find's gerade echt heiß. Okay, dann probiere ich jetzt mal noch einen Lead-Sound zu generieren. Okay, probieren wir einfach mal. Ich finde es echt richtig cool, was du mit diesem Quick Sampler machen kannst. Schreib mir mal bitte unten in die Kommentare, was du von diesem Teil hältst und ob du auch mal versuchst, aus dir selbst ein Arrangement zu machen. Du siehst, das geht ja richtig schnell. Apropos schnell, wenn du schnell und effizient in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt.
Und da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!